Winter ist die neue Map. Bin mal gespannt. Wieso habt ihr so ein großes Kuhbild an die Wand gemalt? Warum nicht? Was ist das da links unten? Das Schwarze ist da. Also nur eine andere Etage. Da ist nichts, denke ich, deswegen. Aber welchen Sinn hat das, so ein riesen Gebäudeteil, wo da nichts ist? Weil der Keller vielleicht nicht ganz unterm Gebäude liegt, ich weiß nicht. Aber ist da dann in einem anderen Stockwerk was, oder? Weil normalerweise haben sie aber dann die Gänge im anderen Stockwerk auch irgendwie drunter. Da drüber ist dann was. Hatten sie nicht so halbtransparent immer wie drin, die anderen Etagen? Boah, das ist jetzt eine gute Frage, aber. Ja, aber ich glaube nur, wenn man es drunter lag, nicht wenn man es drüber lag. Wenn du im Keller bist, kann nichts darunter liegen. Secure the area, keep the bombs protected. Okay, die Waschküche, das ist ziemlich ähnlich. Was haben wir denn hier? Die Treppe ist jetzt ein bisschen abgeschotteter. Wie ist der Drohnen? Drei Drohnen, die gleiche Treppe. Es gibt wohl keine Luke mehr direkt immer um Objective, sieht das? Das ist der Vorraum hier. Okay, das hier Kämmer. Hallo, Tim. Ja, ist no. Yes. Und dann gibt's hier diesen ominösen Gang, wo führt der hin? Ich glaube, eine geht zur Treppe. Oder? Wieso laufe ich im Keller 6 Kilometer in eine Richtung und komme dann direkt an der Stelle raus, wo ich losgelaufen bin? Ist sehr verwirrend. Was ist denn hier für ein Gang? Durch der, den du gelaufen bist, ne? Komm ich dann hier hoch? Ja. Ah! Da war der Diffuser. Diffuser und Ping. Ah, okay. Das Gegenüber vom Badezimmer. Doch. Hier rechts von uns was? Also von ja, mir aus Osten. Rechts. Ja, ich glaube auch. Ja, der hat die Kapgrenfalle weggeschossen. Da kommt ein Hologramm. Auf dem Gang ist noch einer. Bei mir wurde aber auch eine Wand aufgemacht im Raum. Die Jana habe ich gekriegt, die kam dann schön mit dem Rücken zu mir in den Raum rein, aber die Sophie hat mich da leider sofort erschossen. Ist zwar auch angeschossen noch, aber. Okay, man hat jetzt also drei Treppen aus dem Keller nach oben. Du hast also die am Haupteingang, die hinten am Tower wie eh schon immer und dann ist das halt neu die an der Küche sozusagen. Und so verkehrt ist es erstmal nicht. Man muss halt nur wissen. Auf was genau schießt er da? Sieht er da 7 TC? Ne. Der will sich nur verraten und möglichst wenig Munition in der Waffe haben. Der war down. Wie kann der down gewesen sein? Wovon? Von der Kapgunfalle, weil ich hab den vor 6 Minuten. Ah, okay, Kapgunfalle. Ich dachte schon, weil der hat doch. Da war doch keiner, als er da hingeschossen hat. Ja. Aber Kapgunfalle macht Sinn, okay. Ja, ja, richtig. Die hab ich den halt ordentlich angehittet und ist in die Kapgunfalle gerannt und dann war er down. Und Sophia überlebt ja, weil sie kann sich ja theoretisch aufheben. Die habe ich nicht mitgekriegt, dass die explodiert ist, die Kapgunfalle. Das war echt schon eine lustige Runde jetzt. Geht so. Müssen wir eigentlich. Gute Frage. Oben. Kinderschlafzimmer. Ah ja, richtig, wir können jetzt nicht nochmal den Waschraum spielen, der ist jetzt gesperrt. Ne, jetzt zeigt er die Unterliegenden aber auch nicht an, also zeigt er sich immer nur das Stockwerk an, in dem man ist. Okay, habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung gehabt oder so? Was aber wahrscheinlich sein könnte, ist, dass früher die anderen Bombenspots, diese Kreise transparent waren vielleicht. Das kann ich mir vorstellen. Protect the bombs. Seeluke, okay, was haben wir hier?
Nachbar das große Fenster ist jetzt direkt hart hier. Ganz toll. Ja, das macht glaube ich sogar Sinn, was du dazu machst. Denn hier ist der alte Übergang. Der ist nämlich mittlerweile ein Raum. Dann mach ich den auch mal dicht hier. Okay, das Fenster ist auf der anderen Seite. Das ist die Treppe. Hier, die Wände, die ich gerade hochziehe, da hinten ist der Übergang rüber zur Küche und das ist jetzt ein Raum gewesen. Hier ist auch eine Luke in dem Raum, in dem Eckraum an der Treppe oben, die vom Haupteingang kommt. Nach unten oder nach oben? Nach unten. Oben ist nur noch das Dach, da ist nichts mehr. Okay. Wobei ja, hätte er, genau. Hätte er, ne. Haben sie an der Dings-Map auch gehabt. Oh, unten ist irgendwann gestorben direkt. Die geht in die Garage, die Luke. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist ein bisschen Haupteingang draußen ist Jana. Jana-Hologramme, ne? Das ist schon echt. Die hören die machen halt die gleichen Schrittgeräusche und die gleichen Bewegungen. Vor allem, dass die auch so viele hat, ne? Wenn es zerstört wird, dauert es länger mit dem Aufladen. Good job, man. Nice. Aber was heißt länger? 10 Sekunden? 15? 30? Ich glaube, es dauert 30 Sekunden, wenn es zerstört wird und wenn es wieder aufgeladen ist. Du hast es auch nur für eine gewisse Zeit. Es löst sich also immer noch auf, wenn du steuerst. Ja, wobei so sack kurz wie die Runden sind, ist das glaube ich dein kleinstes Problem, ne? Naja, ich weiß gar nicht, wie lange das genau hält. Das müsste man dann ausprobieren, wenn man es hat. Also ich meine, dass sie Schrittgeräusche macht, was für ein Hologramm eigentlich schon bescheuert ist, macht es halt schon. Das macht es OP, weil du kannst es halt überhaupt nicht mehr erkennen, weil man muss es eigentlich irgendwie erkennen können. Und wenn das die Geräusche nicht macht, das wäre schon dezent genug, dass es immer noch sehr mächtig wäre, aber es wäre nicht mehr OP, weil es nicht mehr völlig unterscheidbar ist vom echten. So ist es halt mit den Sounds, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist saudumm. Es macht ja auch keinen wirklichen Sinn, weil ein Hologramm kann keinen Sound machen. Weil dass es nicht schießen kann, ist auch für den Arsch, weil darauf lässt es nie ankommen. Ja, das heißt, das ist was dir nichts bringt. Ja, dass ein Hologramm nicht schießen kann. Schießt er jetzt oder nicht? Ja. Ich meine, im schlimmsten Fall sollten sie halt eine Schussanimation machen, wo halt nichts passiert. Weißt du, also, dann sieht es für einen Spieler so aus, dass die Leute fehlen. So im Keller. Ja, alles Rekruten. Oh, die kommen sich ja geil vor. Nehmen wir nur zwei zurück, die Loser. Da kann man ja schon mal alle Rekruten nehmen. Einen haben sie direkt gedownt, den sind wahrscheinlich der Einzige, der keinen Rekruten genommen hat. Ja, wahrscheinlich. Wobei, so schlecht sind die ja nicht mehr, die Rekruten, ne? Also, es ist nicht mehr ganz so behindert wie früher, aber. Ich habe vorhin eine Terroristenjagd mit einem Rekruten gespielt. Im Angreifer-Rekruten. Das ist schon ziemlich gut. Weil du hast. Weil die Sledge-Waffe, die du jetzt auch hast. Die hat ein Holovisier, ein Vertical Grip, kein Laserpointer und eine Mündungsbremse. Ne, also das ist schon genau richtig ausgerüstet eigentlich. Das hat kein ARCOG. Okay, shit happens. Oh, hier ist eine Luke, ey, die dürfen wir nicht vergessen. Ich komm mal zu dir rüber, machen wir einen Doppeldruck. Oh, größer hier. Vor allem geht auch ein Gang nach links und alles. Keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ach, ist das dieser lange Gang, wo dann die Treppe hochgeht? Ist es das hier? Nein. Okay, rechts geht eine Treppe hoch irgendwie, aber da ist keiner. Auf die Schnelle. Links ist auch keiner, da ist nur Löcher an der Wand, aber da kann keiner kommen. Ich musste mal aufsletschen, ich komme nicht durch. Ich höre hier aber Schritte vor.
Deck mal nach hinten. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Kann einer, ist das nur die Treppe? Ne, ist noch mehr. Da kam hinten echt einer. Dem hatte ich eh noch eine Rechnung offen. Wo ist der? Ich sehe nicht. Über uns. Die Bomben sind gar nicht mehr markiert auf der Map, ne? Nee, weil der Entschärfer nicht mehr. Okay. Ist ja der Dödel, die Entschärfer und Diffuser. Ah, doch, da, Diffuser, wollte ich gerade sagen. Scheiße, hab mich hier im Eingang. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Das war ja gar nicht mal so schlecht eigentlich da unten rein. Ja. Also das ist schon... Also auf den ersten Eindruck wirkt es deutlich besser als die alte Map, ja. Muss man jetzt mal sehen, wie es ist, wenn man es eine Weile gespielt hat. Ja. Also aber der erste Eindruck ist ganz gut, ja. Der Kellereingang unten auf jeden Fall ist deutlich besser. Der bietet mehr Möglichkeiten für die Verteidiger, das Ding zu halten. Aber auch mehr Möglichkeiten für den Angreifer, da reinzukommen. Hm. Also es ist schon nicht so verkehrt erstmal, auf den ersten Blick. Ja. Vielleicht haben sie einmal im Leben was richtig gemacht bei Ubisoft. Wäre auch mal schön. Jetzt haben wir die Map, weißt du, die gefällt uns. Und dann so zwei Wochen später, ja, Hotfix. Und ändern wieder alles. Ja.